So, willkommen zurück. Was wollte ich eigentlich sagen? So, willkommen zurück. Heute eine kleine Mini-Haustour, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit den wahrscheinlich beliebtesten Guerlain-Düften aus der Lab de la Matière-Reihe. Also deren, ja, High-End, exklusivste Reihe, wie auch immer. Genau, so sieht's aus. Ich filme heute mit einem neuen Objektiv. Vielleicht merkt man es, ich glaube, der Autofokus funktioniert deutlich besser. Aber wir starten gleich mal rein. Hier Tonka Imperial. Hier vorne auch immer hier dieses Guerlain Branding drauf. Ja, wie riecht der Duft? Der riecht einfach wahnsinnig lecker. Also Tonka Bohne, wie der Name schon sagt, ist hier Programm. Der ganze Duft, der, ja, der hat so einen richtig leckeren, gourmandigen Touch. Aber wie man sich's vorstellt, so ein schönes, leckeres, mandeldominiertes Opening. Und ja, wir haben zwar auch Bergamotte und so ein paar auflockernde Noten mit drin. Diese, finde ich, sind allerdings also wirklich sehr, sehr nebensächlich und bringen jetzt nicht wirklich so eine Zitrik oder sowas mit rein. Also eher gar nicht, nein. Also richtig süß, recht schwer und allgemein sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall diese Tonka-Bohne, die kommt so nach ein paar Stunden immer mehr durch, bringt einfach wieder diesen Kuchen-Gebäck-Touch mit rein. Sehr, sehr geil, sehr, sehr lecker. Man muss aber dazu sagen, der Duft selber ist kein so ein richtiger lauter Schreihals-Gourmand. Oftmals sind es ja eher Noten oder einfach Inhaltsstoffe, sage ich jetzt einfach mal, die doch sehr, sehr extrovertiert sind, lange halten und ja, viel Raum einnehmen, sage ich jetzt einfach mal, sehr, sehr schwer sind. Hier geht's allerdings. Also wirklich, Duft selber, ja, hat jetzt nicht die allerbeste Performance, würde ich behaupten. Also bei mir kommt er so auf um die 7 Stunden. Also die alle, die jetzt kommen, sind so in diesem Bereich. Ja, projizieren tun die so circa 2-3 Stunden wirklich spürbar. Danach nimmt es schon ab. Leider, ja, tatsächlich, bei den alten Formulierungen scheint es wohl anders zu sein. Aber das hier sind recht aktuelle Düfte. Dementsprechend könnt ihr das Ganze jetzt mal hier auf alle so übertragen, dass das ziemlich ähnlich ist in der Performance. Genau, also Tonka-Bohne, wir kriegen gegen Ende noch so eine trockenere, leichte Holzigkeit mit rein, aber dennoch bleibt diese süße, leckere Tonka-Bohne hauptsächlich hier im Vordergrund, wie der Name schon sagt. Also wirklich sehr, sehr geil, sehr, sehr lecker. Als andere Option sage ich jetzt einfach mal, Fave Delicieuse von Dior geht in eine ähnliche Richtung. Auch Kisses Rain von Renier Parfums, falls ihr den kennt, ist so die High-End-Variante von beiden genannten, gerade eben würde ich behaupten, die einfach nochmal ein Ticken raffinierter ist, noch ein bisschen komplexer, auch besser hält und tatsächlich in einem ähnlichen Preissegment. Also einfach mal als tolle Alternative, genau. Nächster, der Double Vanille ist tatsächlich mein Favorit. Der riecht für mich, also wir können ja mal hier, seht ihr es hier noch einmal, der riecht für mich wirklich wie so ein frisch gebackener Apfelkuchen. Also, boah, wirklich himmlisch lecker. Wir haben eben so eine, finde ich, so eine fruchtige, satte, ja, fast schon eben gebäckartige Vanille wieder. Also typisch, das zieht sich ja durch alle Düfte durch, die Vanille, die ist immer sehr präsent. Dennoch hier erinnert es mich einfach wirklich schlichtweg an einen Apfelkuchen. Kann man nicht anders sagen. Wir haben hier so einen minimal cremigen Part, fast schon zeitweise mit drin. Klar, eben, wir haben Ylang-Ylang und solche Sachen drin, also ein paar florale Elemente, die das so ein bisschen erzeugen. Und anfangs auch wirklich so ein Schuss Weihrauch. Also den merkt man, der ist tatsächlich da, aber wirklich sehr, sehr am Rande und vielleicht wirklich für eine halbe Stunde. Also viel länger nehme ich den nicht wahr und spielt eigentlich auch keine große Rolle im ganzen Duft. Also für mich einfach so eine fruchtige, leckere Vanille wieder. Erinnert irgendwie an Apfelkuchen, ja, tatsächlich. Performance ähnlich beim Tonka Imperial, schenkt sich nicht viel, würde ich behaupten. Vielleicht ein Ticken besser, aber wirklich minimal. Dann nächster, Queer Beluga. Ich glaube, das ist einer der beliebtesten tatsächlich. Riecht für mich, lustigerweise im Opening, recht ähnlich zum Double Vanille, aber mit so einem dunkel düsteren Twist, also queer, also Leder bzw. Wildleder ist hier drin, finde ich, spielt auch ganz klar eine Rolle.
Es ist jetzt kein so ein rauer, maskuliner, brutaler Lederduft, auf gar keinen Fall. Wir haben immer noch so diese wirklich schöne, feine, abgerundete, leckere Vanille wieder mit bei. Wie gesagt, ich finde sie recht ähnlich zum Double Vanille, auch eher so, ja, leicht fruchtig irgendwie aufgemacht. Aber man hat so im Unterton, und dieser Unterton ist tatsächlich eher an nah an der Haut zu spüren, zu riechen, dieses wirklich eher, ja, aufgeraute Wildleder, so kann man sich wirklich vorstellen. Das ist definitiv vorhanden und zieht sich eigentlich auch komplett durch den Duft durch. Find aber nach, ja, so nach zwei Dritteln des Verlaufes, sage ich jetzt einfach mal, nimmt das immer mehr ab und wir kommen in so eine trockene, holzigere, immer noch dominierten Drydown, so. Genau. Also letztendlich finde ich leicht ähnliches Opening wie Double Vanille, fruchtigere Vanille, aber immer noch so kontrastiert durch diesen dunkleren, ja, leicht mysteriösen, düsteren Wildlederton, der einfach für mich aber mehr nah an der Haut ist und in der Projektion ist eher dieses leckere, feine, weiche. Das ist das, was er eher so nach außen trägt. Also er hat einfach so verschiedene Ebenen, der Duft. Und umso mehr näher man kommt, umso mehr, logischerweise, nimmt man auch verschiedene Dinge wahr. Also sehr, sehr schön. Ich finde ihn fast den interessantesten, vielschichtigsten der Reihe. Ich glaube, deswegen ist er auch so beliebt. Für mich auch der Best Performance tatsächlich. Der hat so einen Ticken mehr Power, projiziert einen Ticken besser. Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich denke auch, der den meisten Männern wahrscheinlich auch eher zusagt. Aber liegt vielleicht auch ein bisschen am Namen, ne? Oder beziehungsweise den Inhaltsstoffen der Aufmachung. Jo, der letzte hier im Bunde, der Angélique Noir. Auch einer der beliebtesten, würde ich behaupten. Der ist für mich allerdings extrem, extrem floral. Also, ich habe lustigerweise hier nebendran auch noch Argento Overdose offen. Ja, tatsächlich. Also für mich ist das Opening recht ähnlich zum Argento Overdose. Aber gut, stellen wir das mal beiseite. Sehr, sehr, sehr floral für mich. Hat sowas leicht cremig, blumiges am Anfang. Wieder irgendwie so eine Idee von so einer richtig dichten, ja, so einer dichten, vollen Blumenwiese, die einem so ins Gesicht schlägt. Klar, man merkt im Hintergrund schon wieder diese typische Vanille, die sich durchzieht. Die ist hier aber ein bisschen anders gestaltet und finde ich, kommt auch erst, ja, nach und nach durch. Also erst so nach mehreren Stunden kommt die wirklich zur Geltung, weil wir eben anfangs diesen doch eher sattschweren, floralen, cremigen Part haben, der gar nicht mal so süß untermalt ist. Aber dann eben, ich würde sagen, nach 2-3 Stunden ungefähr, schleicht sich diese Vanillenote immer, immer stärker, immer mehr mit ein. Ja, man nennt es hier grünliche Vanille, das trifft es wirklich gut. Spielt einfach, ja, eben sehr, sehr schön zusammen, diesen floralen Part. Und ist auch so fast schon der harmonischste und weichste hier im Bunde, würde ich behaupten. Und dementsprechend auch irgendwie der femininste, meiner Ansicht nach. Also für den muss man schon im Modus sein, das passende Outfit anhaben, wenn man ihn als Mann tragen will. Also mir ist es ja immer recht egal, aber viele haben da immer so ein bisschen ihre Zweifel, was solche Düfte angeht. Deshalb, naja. Aber auch hier, der hier performt, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähnlich zum Queer Beluga. Bisschen besser als Tonka Imperial und so weiter. Nee, dementsprechend sehr, sehr schön. Ich finde aber, dass der tatsächlich irgendwie am wenigsten Verlauf für mich hat oder am wenigsten Vielschichtigkeit, weil der sich gar nicht mal so stark verändert. Einfach nur, dass diese Vanillenote mit der Zeit etwas mehr rauskommt. Aber die hier, das ist kein so eine gebackene Vanille, sowas Backmischung, Kuchenmäßiges, sondern wirklich eher so sehr floral aufgearbeitet. Also ja, mal was anderes. Auch sehr, sehr schön und jo, wie gesagt, die ganzen Düfte sind alle super fein, weich, harmonisch abgestimmt, überhaupt keine extrem extrovertierten Düfte, also alles ein bisschen mehr understatementmäßig gehalten, aber dennoch super, super schön und hochwertig. Also man riecht hier keine Synthetik oder sowas, das ist alles super natürlich und einfach toll gemacht, muss man einfach zugeben. Dementsprechend soll es auch gewesen sein mit der Mini-Haustour von, ich sag mal, den beliebtesten Guerlain-Düften hier aus der La Dalmatier-Reihe. Jo, vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
bei Fragen oder sonstigen Anregungen am besten auf Instagram kontaktieren. Link findet ihr immer unten in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.